ihr Lieben, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute eure ganz, ganz, ganz vielen Fragen beantworten kann, die ihr beim letzten Aufruf gestellt habt. Und ich freue mich wirklich absolut, dass ihr so ein Interesse an Elena und Charlotte habt, aber auch an ganz, ganz vielen anderen Sachen. Und deswegen geht es jetzt los mit dem Beantworten eurer Fragen. Die allermeisten Fragen von euch beziehen sich auf Charlotte und auf Elena, wann es weitergeht. Ich freue mich total, dass ihr so große Fans von meiner Elena und meiner Charlotte seid. Und deswegen erzähle ich euch mal ganz kurz, wie schwierig das ist, eine richtig spannende Geschichte zu erfinden. Es gibt ja mittlerweile von Elena schon 7 Bände und von Charlotte 6 Bände. Und ich habe auch ungefähr eine Ahnung, wie es weitergehen soll, aber das reicht eben nicht. Ich muss eine richtig tolle Geschichte im Kopf haben, erst dann kann ich sie aufschreiben. Gerade eben habe ich den Roman, den dritten Teil von meiner Sheridan Grant Trilogie beendet. Zeiten des Sturms wird im Sommer erscheinen. Was für die Erwachsenenleser, aber auch schon für die Älteren von euch. Sicherlich eine ganz spannende Geschichte von Sheridan. So, und mit Elena und Charlotte wird es auf jeden Fall weitergehen. Was ich aber euch schon zeigen kann, ist, Charlottes Traumpferd, der erste Band, ist von meinem Verlag ganz neu aufgelegt worden. Der Inhalt ist zwar gleich, aber das Besondere, seht ihr ja schon, ist das Cover. Und nicht nur das Cover, sondern auch in diesem Buch gibt es viele, viele schöne Fotos. Ich blätter sie nur mal schnell durch. Bilder von Noirmoutier, Bilder von den Pferden dort, vom Reiten am Strand und was ich am allercoolsten finde, es gibt Bilder, die mich zeigen, als ich damals mit 13, 14, 15 Jahren auf Noirmoutier selbst geritten bin. Vielleicht wissen einige von euch, dass der erste Band von Charlottes Traumpferd fast genau meine eigene Geschichte ist. Ich bin damals auch im Reitstall in Bad Soden geritten. Es gab damals Schulpferde, die hier in diesem Buch auch genauso heißen. Ich habe euch was vorbereitet, nämlich Fotos von diesen Schulpferden. Sehr witzig. Zum Beispiel hier ist das Pferd Hanko zu sehen. Ja, wer die Charlotte-Bücher kennt, weiß, dass Charlotte wahnsinnige Angst davor hatte, Hanko zu reiten, weil der immer so wild gewesen ist. Und hier ist ein Bild von dem echten Gento. Ist ein bisschen dunkel, das Foto, aber dieser Gento, diesen Gento hat es tatsächlich gegeben und der war damals mein Pflegepferd. Und ich war todunglücklich und hatte richtig Liebeskummer, als der verkauft worden ist. Und hier habe ich noch ein Bild von Lisbeth. Lisbeth war mein liebstes Schulpferd. Ihr begegnet ihr in den Charlotte-Büchern ja auch immer wieder. So, und jetzt nochmal, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Es wird eine Weile dauern. Das muss ich euch leider sagen. Ich brauche eine gute Idee und dann brauche ich natürlich auch die Zeit, dieses Buch zu schreiben. Und jetzt nach 8 Monaten intensiven Schreibens von Sheridan, Band Nummer 3, brauche ich eine kleine Pause. Ich verspreche euch, es geht weiter, aber ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Die nächste Frage betraf ja meine Taunus-Krimis, wann es da einen nächsten Band gibt. Auch das wird noch einen Moment dauern. Ich habe schon ganz viele Ideen, einen Riesenberg von Notizen und die werde ich jetzt in Sommerferien mal sichten und dann überlegen, was der neue Fall sein soll. Weil es ist ja doch immer so, man arbeitet monatelang an so einem Buch. Ihr lest das wahnsinnig schnell, worüber ich mich extrem freue. Aber dann heißt sofort wieder, wann gibt es das nächste Buch, wann gibt es das nächste Buch. Also auch bei Taunus-Krimis noch ein bisschen Geduld. Bei Sheridan Grant braucht ihr nicht mehr so viel Geduld. Die Geschichte habe ich gerade geschrieben, heute Morgen meiner Lektorin das Manuskript geschickt und spätestens im August wird dieser dritte Band Zeiten des Sturms erscheinen und ich finde ihn ganz toll und kann sagen, es ist jetzt schon eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Es gab auch die Frage, wie lange ich Elena und Charlotte noch schreiben möchte. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Ideen ich noch habe. Ja, es ist nützlich, wenn man eine Reihe so lange schreibt, bis sie tot ist, sondern es muss wirklich auch noch schlüssig sein. Dann gab es auch noch die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, einen Band zu schreiben, in dem Elena schon erwachsen ist. Das weiß ich noch nicht so genau. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Jetzt sind sie ja schon ein bisschen älter geworden, beide, und insofern, naja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Was gab es noch für eine Frage? Zoe, hilf mir mal weiter. Hast du von deinen eigenen Büchern eine Lieblingsbuchreihe? Ach ja, ob ich von meinen eigenen Büchern ein Lieblingsbuch habe. Natürlich ist es mein erstes Buch Unter Haien. Ja, das liebe ich total. Das war mein allererstes, was überhaupt veröffentlicht wurde. Aber ich mag auch von Elena besonders den dritten Band sehr gerne. Und jetzt den siebten Band. Und von Charlotte ist mein absoluter Lieblingsband. Mal kurz gucken, muss ich mal schnell spicken. Gefahr auf dem Reiterhof liebe ich ganz besonders. Und von meinen Taunus-Krimis mag ich sehr gerne Im Wald, ja, den vorletzten Band. Und ganz ehrlich, meine absoluten Lieblingsbücher sind die Sheridan Grant-Bücher, die ja in Amerika spielen, die liebe ich sehr. Die Frage, ob eine Buchreihe schwieriger zu schreiben ist als die anderen, ist nicht so leicht zu beantworten. Was sich jetzt als sehr schwierig herausgestellt hat, war,
eine Trilogie zu schreiben. Bei den Krimis zum Beispiel ist es so, oder auch bei Elena und Charlotte, in jedem Buch kommen zwar dieselben Figuren vor, aber es ist immer eine in sich geschlossene Geschichte, die dann auch mal zu Ende erzählt ist. Bei Sheridan war es jetzt zum Beispiel so, diese Geschichte, wie das bei Romanen üblich ist, erzählte, hatte einen Bogen über alle drei Bücher. Ja, das heißt, als ich jetzt den dritten Band geschrieben habe, musste ich immer mich daran erinnern, was ist in Band 1 und in Band 2 passiert. Insofern hat sich das als technisch und schriftstellerisch schwierigsten herausgestellt. Tja, und es gibt auch immer wieder und immer wieder von euch die Frage, gibt es ein Comeback für Elena und Tim? Tja, das ist ganz schwer zu beantworten. Viele von euch haben mir auch schon Briefe geschrieben, vielen habe ich auch schon geantwortet und habe auch erklärt, warum ich finde, dass es wichtig ist, dass in Büchern wie im echten Leben die Figuren sich entwickeln. Ja, die werden älter, die Geschmäcker verändern sich, die Umstände verändern sich. Und ich finde, ich habe Elena einen totalen Traumjungen an den Hals geschrieben, wenn man so sagen will, mit Farid. Und ich würde mich total freuen und mir wirklich wünschen, dass ihr Farid eine Chance gibt. Weil ich finde, er ist für Elena wirklich gut und Tim war am Anfang auch toll. Tim ist ja auch jetzt, wer den siebten Band gelesen hat, wieder ein guter Freund von Elena geworden. Und manchmal ist Freundschaft eben genauso wichtig wie Liebe. Also für Elena Weiland gibt es kein wirkliches Vorbild. Elena ist komplett meiner Fantasie entsprungen. Allerdings bei Charlotte gibt es sehr wohl ein Vorbild, das sitzt hier vor euch. Nur im ersten Band allerdings. Das, was Charlotte im ersten Band erlebt, habe ich alles genauso erlebt. Leider mit der kleinen Einschränkung, dass meine Eltern mir damals kein eigenes Pferd gekauft haben, wie das bei Charlotte ja der Fall ist. Aber alles, was sie so erlebt, auch dass sie drei Geschwister hat und dass der Reitstall in der Nähe ist und dass sie Angst eigentlich vorm Springreiten hatte und überhaupt oft Angst vor den Schulpferden hatte, das ging mir, als ich so 12, 13 Jahre alt war, ganz genauso. Also wenn ich wusste, ich kriege Hanko und es ist Springstunde, dann hatte ich die Hosen ziemlich voll. Ihr habt auch nach meinen Inspirationen gefragt, was ich eine sehr spannende Frage finde. Es ist so, dass ich mich ja nicht hinsetze und denke, so, jetzt muss ich unbedingt ein Buch schreiben, sondern irgendwo kommt eine Idee herangeflogen und aus der Idee wird dann immer ein bisschen mehr, da beschäftige ich mich mit und oft entsteht ja auch bei der Recherche zu irgendwas ein ganz neuer Blickwinkel und eine ganz neue Idee. Bei den Elena und Charlotte Büchern ist klar, da sind es natürlich auch viel meine eigenen Erlebnisse. Ich habe seit über 40 Jahren mit Pferden zu tun, habe schon wahnsinnig viele Pferde selbst gehabt, habe vieles erlebt, habe viele Rückschläge auch erlebt und insofern erzählt sich da natürlich auch diese Geschichte draus. Bei den Krimis ist es eindeutig so, dass es Ideen sind, die zum Beispiel aus der Zeitung kommen oder wenn ich eine Dokumentation im Fernsehen sehe oder wenn ich höre, wenn mir jemand irgendwas erzählt oder tatsächlich ein echter Kriminalfall in der Gegend passiert ist, dann fängt meine Fantasie an zu arbeiten, mein Kopf an zu arbeiten und dann setze ich mich hin und überlege, wie kriege ich das am besten in diese Geschichte eingefasst. Bei Sheridan Grant war das eine ganz andere Sache. Ich war 1986, da habe ich Abitur gemacht und meine beste Freundin Gabi und ich haben uns einen großen Traum erfüllt. Wir sind nach Los Angeles geflogen und haben da den Sommer verbracht mit wenig Geld, aber viel Mut und haben also wahnsinnig viele Sachen erlebt und Leute kennengelernt, vor allen Dingen das Land kennengelernt. Und daher kommt meine Faszination für Amerika. Die Geschichte von Sheridan habe ich mir schon vor vielen Jahren mal ausgedacht, kam aber nie dazu, die wirklich aufzuschreiben. Und jetzt, wo ich den dritten Band und quasi das Ende auch geschrieben habe, weiß ich, all meine Erfahrungen, die ich auch bei meinen Reisen nach Amerika gemacht habe, sind mit in dieses Buch eingeflossen. Und da war im Prinzip die Inspiration meine erste Reise in die USA. Ihr hattet auch die Frage, ob sich Elena und Charlotte mal in einem Buch begegnen würden. Wer die Charlotte-Bände gelesen hat, weiß ja, dass das schon passiert ist. Ja, also Charlotte hat Elena schon getroffen. Und vielleicht ist es auch in einem Elena-Buch mal so, dass Charlotte kommt. Ich habe mir auch schon überlegt, der Wanda P, der ist ja nun wirklich ein super gutes Pferd, ob vielleicht irgendwann mal die Elena den Wanda P reiten darf. Oder vielleicht der Tim, keine Ahnung. Also alles ist möglich und das ist eben das Schöne auch am Schriftsteller sein. Zum Beispiel jetzt bei meinem aktuellen Sheridan-Buch gibt es eine Figur, die auch schon in meinem Taunus-Krimi Muttertag aufgetreten ist. Welche das ist, verrate ich hier nicht. Dazu müsst ihr das Buch schon lesen. Vielleicht einige von euch dürften noch zu jung für Muttertag meinen Taunus-Krimi sein, aber irgendwann seid ihr auch alt genug dafür und dann könnt ihr auch lesen, wie das ist. Ich persönlich finde es immer ganz toll, Figuren aus irgendwelchen Büchern in die anderen Bücher reinzuschreiben. Deswegen, auch hier ist alles möglich. So, jetzt gab es auch noch eine Frage auf Englisch und ich versuche jetzt mal mit meinem super Englisch das hier zu erklären. Some of my books have been translated into English and I can you show you those books.
Those are my crime stories. Ice Queen. Snow White Must Die. Bad Wolf. I Am Your Judge. Und mein allererstes Buch, my very first book, Swimming with Sharks. Those five books are translated into English. None of my young adult books are translated, unfortunately, but maybe one day we're going to find a publisher who is going to translate those books in English also. Liebe Verena, du hast mir natürlich mal wieder eine Frage gestellt, die ich gar nicht wirklich zu beantworten weiß. Bücher schreiben bedeutet für mich, was soll ich dazu sagen? Es ist nicht nur mein allerliebstes Hobby, sondern mittlerweile eben auch mein Beruf. Ich mache nichts lieber als Bücher schreiben. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wenn du dein liebstes Hobby zum Beruf machst, musst du nie mehr arbeiten. Und so geht's mir.